Knapp drei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA schrumpft der Vorsprung von Joe Biden gegenüber Präsident Trump. Nach der Nominierung von Senatorin Kamala Harris in der vergangenen Woche zur Vizepräsidentin kommen die beiden Demokraten laut aktueller Umfrage noch auf 50%, Trump und sein Vize Mike Pence auf 46. Im Juni hatte Biden noch 55% der Befragten hinter sich und Trump 41. Biden soll auf dem ersten Online-Parteitag der Demokraten, der noch bis Donnerstag dauert, nominiert werden. Große Sorgen machen sich die Demokraten, ob die Briefwahl funktionieren wird angesichts der überforderten US-Post. Ihr Ärger über Sparmaßnahmen bei der Post treibt sie auf die Straße und vor die Residenz von Konzernchef Louis DeJoy in Greensboro, North Carolina. Die Amerikaner lieben und respektieren ihre Post. Sie steht nicht zum Verkauf und ist nicht dazu da, um demontiert zu werden. Wir lassen uns durch die Abschaffung der Briefwahl nicht das Wahlrecht entziehen. DeJoy ist Unterstützer von US-Präsident Trump und erst seit Mai im Amt. Ihm wird vorgeworfen, mit Abbaumaßnahmen die Briefwahl manipulieren zu wollen. Deshalb ruft die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück. Einige demokratische Senatoren fordern die sofortige Rücknahme der Änderung. Zudem soll DeJoy noch diese Woche vor einem Ausschuss angehört werden. Viele Leute verlassen sich auf die Post, um während Covid andere Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Es ist immer eine Schande, die Post zu verlangsamen. Die Post während Covid zu verlangsamen, ist verabscheuungswürdig und schadet dem Leben der Menschen. Auch die Postgewerkschaft sieht im Konzernumbau einen Schachzug Trumps. Der Präsident will die Post aushungern, um Menschen am Wählen zu hindern. Das ist eine Schande, weil die Post nicht behindert werden darf, aber auch, weil jeder den einfachsten Zugang zu Wahlen haben sollte. Trump wies in einem Interview mit dem Sender Fox News die Vorwürfe zurück. Er wolle die Post nur effizienter machen.